der Hambacher Forst. Oder wie es irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen wird oder der Titel eines Sat.1-Films sein wird, der Hambacher Forst. Wie die Wirtschaft dachte, dass die Politik dachte, dass beide dachten, mit Kohle noch mehr Kohle zu machen. Wenn Fragen sind, das ist eine Illusion. Könnte aber auch der Titel der zukünftigen Memoiren vom RWE-Chef Martin Schmitz sein. Wäre allerdings dann nur ein sehr dünnes Heftchen. Chef von RWE geworden, sich einmal bis auf die Knochen lächerlich gemacht, dann zu Volkswagen gewechselt, konnte er nicht mehr schlimmer werden. Mit einem liebevollen Vorwort von Armin Laschet. Es tut mir leid, konnte ja keiner ahnen, dass sie uns erwischen würden. Bitte verbrenne das Heftchen, damit keine Spur zu mir führt. Küsschen, dein Armin. Ich denke, wir sollten uns heute unbedingt einmal die Zeit nehmen und uns das in der Show etwas genauer anschauen. Willkommen bei der Late Late Show mit mir, Florian Strehlerz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf den Hambacher Forst. Der war Anfang der 80er Jahre einmal mehr als 4000 Hektar groß. Und um diese Größe verstehen zu können, hier zur Veranschaulichung. Ein Fußballfeld beispielsweise hat ungefähr eine Größe von 0,7 Hektar. Also war der Hambacher Forst einmal so groß wie über 5700 Fußballfelder. Da könnten dann gleichzeitig, also live, alle Fußballmannschaften der ersten Ligen aus ganz Europa ihre Spiele bestreiten. Plus die zweite Liga und nicht nur die Herrenmannschaften, sondern auch sämtliche Frauenmannschaften. Von über 4000 Hektar sind heute nur noch knapp 200 Hektar übrig. Der Rest ist weg. Für immer. Denn der Hambacher Forst hat das Pech, über einem riesigen Braunkohlevorkommen zu liegen. Und den Rest des Waldes konnte ja keiner mehr retten, wie uns ja Martin Schmitz, Chef von RWE, bei Malbert Illner erklärte. Insofern hatten wir auch versucht, das möglichst weit auszureizen, wenn ich das so sagen darf. Hatten auch mit den Umweltverbänden nochmal gesprochen. Gibt es eine Möglichkeit, einfach anzuerkennen, dass der Hambacher Forst gerodet werden muss? Und wir unterhalten uns dann, wann das geschieht und ab welchem Datum wir das machen können. Zum Beispiel nach dem bis jetzt geplanten Ende der Verhandlungen in der Kohlerunde oder ja, wir nennen sie noch anders, aber sie hat diesen Namen bekommen. Das war nicht möglich. Nur die Annahme, dass der Forst selbst gerettet werden kann, das ist Illusion. Und damit ist die Geschichte vorbei. Das war's. Die letzte Messe ist gelesen, die vielleicht sogar auf Papier aus dem Hambacher Forst geschrieben wurde. Wobei vermutlich die RW natürlich mit dem restlichen Holz sachgemäß umgegangen ist. Und Konfetti für ihre "Wir haben es geschafft, fick dich du scheiß Bechstein-Fledermaus-Party" machte. Was ja zum Glück am Ende nur Bullshit war. Also nicht die Idee von der Party, Caro aus der RWE-Buchhaltung war super traurig, dass diese ausfiel. Und hier an dieser Stelle unser Dank an die Bechstein-Fledermaus, der wir auch den mehr oder weniger Rodungsstopp durch das Oberverwaltungsgericht in Münster verdanken und dadurch den Erhalt der letzten 200 Hektar des Hambacher Forstes. Zumindest vorerst. Dabei ist die Bechstein-Fledermaus gar keine Unbekannte. Immerhin hat sie ja bekanntlich den berühmten Bechstein-Klavierflügel erfunden. Und bis 5 Minuten vor der Show hatte es keiner in der Grafikabteilung wirklich hinbekommen, ein Bild von einer Bechstein-Fledermaus, die spielend an einem Bechstein-Flügel sitzt, zu photoshoppen. Also gehe ich mal davon aus, die haben einfach nur Graf Zahl genommen, der an einem Klavier oder so sitzt. Geklagt gegen die Rodung des Hambacher Forstes hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Münster. Natürlich versuchte die RWE gegen diese Klage anzugehen, indem sie irgendwas von fehlender Energieversorgung oder so argumentierte. Tut mir leid, aber ich konnte keine der Punkte der RWE wirklich verstehen, denn ich spreche kein Arschlochisch. Und dann kam es hierzu. Vorerst keine Rodung im Hambacher Forst. So die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Begründung: RWE hat nicht ausreichend dargelegt, dass die Energieversorgung gefährdet ist, wenn der Wald nicht sofort gerodet wird. Das Ganze ist für die RWE ein riesiger PR-Gau. Nicht nur, wie gesehen, dass der Chef von RWE einen Monat vor dem Stopp noch meinte, dass es eine Illusion sei, den Wald zu retten und sich damit im Nachhinein komplett lächerlich gemacht hat. Außer natürlich, das war der Plan und er wollte nur einen auf David Copperfield machen. Und wollte den Wald nur für die Kameras der Presse und der protestierenden Menschen verschwinden lassen. Für die RWE ging es nur darum, Kohle zu machen. Also nicht nur aus dem Boden zu holen, sondern um noch mehr Kohle zu verdienen. Und es ging darum, schnellstmöglich Gerichte und Protestler vor vollendete Tatsachen zu stellen. Denn wo kein Wald, da kein Protest mehr.
und auf die Hilfe der schwarz-gelben Regierung zu hoffen, die den Wald mal schnell von den Aktivisten befreien sollte. Alles unter dem fadenscheinigen Grund, nämlich wegen einer möglichen Brandgefahr der Baumhäuser den Forst räumen zu müssen. Welch Ironie, dass genau das auch passierte. Der Forst, von dem viele vorher noch nie was gehört haben, brannte sich ins Bewusstsein vieler, die nun sehen konnten, wie die Politik nur der Steigbügelhalter der Wirtschaft war. Und wie sich auch herausstellte, brauchte die RWE gar nicht die Milliarden Tonnen unter dem Rest des Waldes für die Sicherung der Energieversorgung, sondern bestenfalls nur ein Drittel davon. Der Rest wird veredelt und verarbeitet und für viel Kohle an andere Industrien verkauft. Und das tut der RWE weh, denn das ist Geld, was ihr jetzt fehlt. Und bei der ganzen Sache nicht zu vergessen, wir reden über den Klimawandel. Aber etwas dagegen machen? Lieber noch mehr Kohle aus dem Boden holen und verfeuern? Hey, wo bald kein Klima mehr, da auch kein Wandel mehr. Wie sieht es denn der CDU-Ministerpräsident Armin Laschet? Was ist ihm wichtiger? Strom auf Kosten des Klimas? So hat RWE angekündigt, die Kohleförderung um bis zu 15 Millionen Tonnen zu drosseln. Was der Rodungsstopp für die fast 5000 betroffenen Beschäftigten bedeutet, ist noch völlig offen. Im Industrieland NRW brauche man jederzeit verfügbaren und bezahlbaren Strom, sagt der Ministerpräsident. Wo soll der denn herkommen? Irgendwo brauchen wir unsere Energie her. Deshalb sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Betrieben ebenfalls in den Blick zu nehmen. Wieso muss man jetzt die Mitarbeiter in den Blick nehmen? Hat da einer Scheiße gebaut? Muss Martin Schmitz um seinen Job bangen? Und könnte jemand noch einmal Armin Lasche bitte erklären, wie das mit dem Strom so ist, wo der herkommt? Oder muss ich das jetzt machen? Na gut, Armin. Also, wenn Sie eine positive Ladung und eine negative Ladung super lieb haben, dann stellen Sie den scheiß Computer an und schauen auf Wikipedia, wie Strom entsteht. Natürlich ist es scheiße für die Mitarbeiter der RWE, denn wie jede Firma sucht diese nun einen Schuldigen. Und das ist dann nicht der Lobbyist oder der Chef selber, sondern das sind am Ende immer die kleinen, blöden Mitarbeiter, die entlassen werden. Die zwar dafür sorgen, dass die Kohle reinkommt, aber wenn Fehler passieren, gilt halt, der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf her, deshalb trennt man alles unterhalb des stinkenden Kopfes ab und wirft das weg. Vielleicht sollte die Bechstein-Fledermaus mal mehr tote Mäuse an ihre Lobbyisten zahlen, damit diese Armin Laschet mit noch mehr toten Mäusen bestechen können. Komm schon Leute, Armin Laschet, der würde bestimmt sich freuen über tote Mäuse. Der Polizeieinsatz hat Millionen an Steuergeldern vergeudet, denn er war am Ende komplett sinnlos. Es wurden 27 Polizisten verletzt. Hätte man nicht nur vermeiden können, sondern müssen. Und ein Journalist, der von einer Brücke stürzte, ist gestorben. Und das ist schrecklich. Und was noch viel schrecklicher ist, dass man das alles hätte verhindern können, hätte man die 14 Tage auf das Urteil gewartet. Nur irgendwie kommt mir dieses Verhalten bekannt vor. Gerichte vor vollendete Tatsachen stellen. Irgendwas war doch da in der NRW vor kurzem. Bei der Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. wurde gegen geltendes Recht verstoßen. Gerichtspräsidentin Ricarda Brandt geht sogar noch einen Schritt weiter. Zitat: Hier wurden offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaats ausgetestet. Das Urteil des obersten NRW-Gerichts sorgt bundesweit für Kontroversen. NRW-Innenminister Herbert Reul spart nicht mit Kritik. Zitat: Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Kann es sein, dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen neuerdings von Donald Trump beraten wird? Und wo kommen wir bitte schon jetzt hin, wenn Richter Urteile sprechen, nur nach dem Ergebnis eines Rechtsempfindens der Bevölkerung? Also wer für welches Ergebnis am häufigsten eine 0800-Nummer gewählt hat? Du, kleiner Timmy, für den Diebstahl einer Lakritzpackung im Gegenwert von 90 Cent wirst hingerichtet. Hey, das Rechtsempfinden der Bevölkerung hat entschieden. Nun könnte man denken, dass Armin Laschet als Ministerpräsident, als jemand, der seinen Innenminister immer den Rücken deckt, egal wie blöd die Idee ist, die ihm ein Lobbyist gerade gesteckt hat, karrieretechnisch ziemlich in der Sackgasse steckt nach dem ganzen Bullshit, den er so verzapft hat. Aber ein Mann wie Armin Laschet, also ein Mann, ein Lobbyfels in der Brandung der Moral, der glaubt noch viel mehr vor sich zu haben. Nicht nur als Landesvater der NRW, denn ab demnächst ist ja ein Platz im Kanzleramt frei und nach unter anderem einem Konrad, einem Ludwig, einem Willi, zwei Helmuts und einer Angela stehen die Chancen zumindest für einen Armin aus Aachen deutlich besser, mal Kanzler zu werden, als für eine Chantal Müller aus der Bielefelder CDU. Aber realistisch betrachtet kann man zu einer Kanzlerschaft von Armin Laschet
oder gar einer ehrlichen Aufarbeitung aller Fehler der NRW-Regierung in den letzten Monaten trotzdem nur sagen, das ist Illusion. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück da draußen.